Tag, Frau Thalberg. Sieht so aus, als ob Ihre Schwiegertochter gerade aus der Psychiatrie flieht. Was soll ich jetzt machen? Sie wird hierher kommen. Ich spüre es. Und das darf nicht passieren. Niemals. Schmeckt's? Hallo, Schatz. Gott, bin ich froh, dass du da bist. Wie geht's dir? Besser. Viel besser. Wie bist du da rausgekommen? Im letzten Moment. Ist da jemand gefolgt? Ja. Wer? Du. Du hast mir auch gefehlt. Ja. Ich wünschte nur, wir werden woanders hinfahren. Warum? Wir fahren die Berge zu deiner Mutter. Wo ist das Problem? Du weißt ganz genau, dass es kein Spaß wird. Ja, ich weiß. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich weiß immer noch nicht, wozu es gut sein soll, so eine Reise in die Vergangenheit. Es gibt Dinge, die muss man ruhen lassen. Aber du kannst es doch auch nicht ruhen lassen, das weißt du doch. Du hast es mir versprochen. Nein, du hast es dir versprochen. Du willst es so. Wir sind hier, weil du es so willst. Warum alles kaputt machen, Rebecca? Wir lieben uns. Ich lieb dich und du liebst mich. Lass uns umkehren. Bitte. Nicht in diesem Leben, Henry. Da, wo ich gerade herkomme, dann gehe ich nicht wieder zurück. Wir fahren jetzt zu deiner Mutter und ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich weiß, bis wir beide wissen, wie dein Vater damals ums Leben kam. Dann geh allein. Fahr zu ihr. Und reite den Drachen. Warum halten wir? Da liegt was auf den Schienen.
Es ist noch ein weiter Weg bis Diepoldersberg. Kommen Sie, steigen Sie ein, ich nehme Sie mit. Danke. Ich laufe. Bitte? Ich hätte gern was zu trinken. Ja, und was? Ach, das ist mir eigentlich egal. Wo hast du die gefunden? Die Wölfe sind wieder da, Tom. Sie holen sich die Schafe. Und ich hol mir den, der die Schlingen gelegt hat. Kriege ich jetzt was zu trinken? Ja, und was denn? Habe ich doch schon gesagt. Ist mir egal. Ich hätte es nur gerne in einen dieser Gläser da oben serviert. Ja, die aus dem Regal da ganz oben. Aus den Gläsern trinkt hier keiner. Warum nicht? Der daraus trinkt, der wird nicht alt. Ist nur so eine Legende. Das ist doch Erzkristall von Thalberg, oder? Sind das Originale? Hier ist alles original. Junge Frau. Komm schon, Riese, gib ihr eins.
wirklich gut. Was wollen Sie eigentlich hier? Ich schreibe ein Buch über Glas. Und ich suche ein Zimmer. Haben wir hier nicht. Es wird hier doch sicher so eine Art Hotel für Touristen geben. Touristen? Bertha Ott hat ein Zimmer, das sie ab und an vermietet. Soweit ich weiß, steht das im Moment leer. Aber es hat kein Doppelbett, Tom. Hören Sie nicht auf die. Ich bringe Sie. Herzlich willkommen in unserem schönen Diepoldisberg. Mein Name ist übrigens Tom Faller. Ich bin der Förster. Warum sollte ich aus dem Glas nicht trinken? Das ist eine lange Geschichte. Lange Geschichte? Hässliche Geschichte. Ich mag hässliche Geschichten. Sie sind wahrer als die schönen Geschichten. Kommen Waldgeister darin vor und Reiter ohne Kopf? Jede Menge. Wir sind ja im Erzgebirge. Und Liebe? Ohne Ende. Und Mord und Totschlag. Wissen Sie, die Geschichte ist so lang und so hässlich. Haben Sie eine Woche Zeit? Vielleicht. Kommt auf die Geschichte an. Bertha, das ist Frau... Rebecca. Sie sucht ein Zimmer. Sind Sie aus dem Westen? Bertha, ich glaube nicht, dass Rebecca gekommen ist, um uns irgendwas wegzunehmen. Oder? Geben Sie mir etwas Zeit. Niemand wird uns etwas wegnehmen. Meine Mutter lebt in diesem Haus seit 1911. Sie hat Hindenburg, Hitler, Stalin und Honecker Bertha. Überlebt. Niemand! Schon gut, Bertha. Beruhig dich. Sie suchen einfach nur einen Platz zum Schlafen. Um in Ruhe für Ihr Buch über Glas zu recherchieren, habe ich recht. Glas. Der Teufel soll das Zeug holen. Und wo sind Ihre Schuhe? Habe ich im Zug vergessen. Na, dann kommen Sie mal rein. Aber eins sage ich Ihnen, Männerbesuche gibt es nicht. Meine Ehemänner. Der eine blieb im Berg, der zweite hatte wunderbare Hände. Beide tot. Schön hier. Haben Sie Geld? Ja. Handtücher bringe ich Ihnen, Frühstück gibt's nicht. Was ist denn dieser verdammte Schlüssel zum Teufel? Mutti! Und? Und was? Die Geschichte? Ach ja, die hässliche Geschichte. Heute Abend beim Essen. Heute Abend beim Essen.
Sie ist im Dorf. Der Förster kümmert sich um sie. Wer? Tom Feller. Er hat sie mitgenommen. Weiß er, wer sie ist? Die Frage ist, weiß sie, wer er ist? Verstehe ich nicht. Besser so. Was ist das? Meine Rechnung. Du kriegst nichts. Bitte? Sie sollten verhindern, dass sie hierher kommt, Sie Ex-Boxer. Ich habe in Ihrem Auftrag wochenlang vor dieser Psychiatrie gestanden. Und wenn Sie glauben, dass Sie mich um ein Honorar prellen... Kein Pfennig kriegst du! Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, dann wäre ich jetzt Weltmeister. Und wenn Sie mich nicht bezahlen, dann ist das ein Fehler, Frau Thalberg. Aschenputtel, hast du dir Schuhe gekauft? Aha. Dass wir das erleben dürfen. Was darf es denn sein, Tom? Was hast du denn vorbereitet für heute? Heute, aber nur heute, gibt's das, was es immer gibt. Schweinebraten mit Kartoffeln und Erbsen. Wir wollen das junge Glück nicht stören. Hört mal zu, Jungs. Sie ist verheiratet. Benehmt euch einmal so, als wärt ihr zur Schule gegangen, ja? Hier. Falls Sie nachts mal aufs Klo müssen. Ich hab sie nur einmal getragen. 74. Da waren sie noch nicht geboren. Gute Nacht. Danke. Warst du schon bei ihr? Wo warst du? Das ist doch egal, ob du schon bei ihr warst. Bei wem? Bei wem schon? Bei meiner Mutter natürlich. Du weißt genau, dass ich ohne dich nicht zu ihr gehen werde. Glaubst du, sie lässt sich einfach ins Haus und erzählt dir alles? Was erzählen, Henry? Was? Du kannst froh sein, dass sie noch nicht weiß, dass du hier bist. Wo willst du hin? Ich will mich mit Tom Faller treffen. Tom? Willst du ihn ausfragen nach mir? Glaub ihm nichts. Glaub ihnen allen nichts. Sie erzählen nur Lügen. Warum? Gefällt er dir? Willst du mit ihm schlafen? Mach dich nicht klein, Henry. Warum begehrst du mich nicht mehr? Warum kannst du mich nicht lieben, so wie ich dich? Wir hätten nicht herkommen sollen. Geh nicht wieder, bitte. Lass mich nicht schon wieder allein.
Was wünschst du dir? Was kann ich dir geben? Sag, was willst du mehr als alles andere auf der Welt? Mehr als alles andere auf der Welt? Tot sein. Und dass wir uns nie begegnet werden. So, Stich auf den Tisch, komm. Das ist ja deine 10, oder nicht? Nee, ich hab den Daniel ja, meine. Das ist schon in Ordnung. Genau. Alter Scheiße. Scheiße, hier, antwort doch mal. Hattest du bist immer auch gleich? Genau. Mir schmeckt's. Beschissen. Das freut mich. Kein Spaß mit dir zu spielen. Echt. Erst vergibst du dich und dann haust du dir die Scheiße ab. Okay. Danke dir trotzdem, nichts für Unmut. So. Und wenn du wieder schnarchst, dann schläfst du draußen. Nacht. Sie sind ganz nah dran. Aber die Glashütte der Thalbergs liegt auf der anderen Seite des Hügels. Sehe ich so aus, als hätte ich mich verlaufen? Ich kann Sie hinbringen, wenn Sie wollen. Ich kann Sie natürlich auch beschreiben. Oder ich bringe Sie hin. Ganz wie Sie wollen. Seltsam. Was? Aus der Richtung ist schon lange niemand mehr gekommen. Aus welcher Richtung? Von den Thalbergs. Ich glaube, ich bringe sie besser. Ausgelaufenes Glas. Jetzt ist es hart wie Stahl. Ah. Sie merken es also auch. Was? Dass an diesem Ort das Böse wohnt. Wer es spürt, hat die dafür nötige dünne Haut, erzählen die Leute. Seit damals, seit es passiert ist. Was ist hier passiert? Der alte Thalberg, der brannte das beste Glas im ganzen Erzgebirge. Bis ihn die Kommunisten enteignet haben. Danach wuchsen Hass und Verbitterung in ihm. Irgendwann hat der Berg gebebt. Vielleicht war es auf einer Explosion. Am Dynamit hat es ihr nie gemangelt. Die Stollen wurden verschüttet. Und der Thalberg stand mit seinem Sohn oben und... Seinem Sohn? Soll ich weitererzählen? Ja, bitte. Und oben stand Thalberg mit seinem Sohn und hat unbewegt zugeschaut. Bertha Ott hat ihren Bruder und ihren Ehemann bei der Katastrophe verloren. Ihre Mutter ging noch tagelang zum Berg.
Sie ließ Erbsen durch die kleinen Schlitze rieseln. Leise hallte ihr kullerndes Echo von den verschütteten Schächten nach oben. Die Hälfte der Männer ist unten geblieben. Sie sind immer noch da unten. Ein Haufen alter Knochen. Manchmal kommen sie raus und schleichen durch die Wälder und heulen. Und was passierte mit Thalberg und seinem Sohn? Eines Nachts, einige Wochen danach, nimmt Thalberg seinen Sohn und sie nehmen die Abkürzung durch den Teufelsgrund, was schon mal ein großer Fehler war. Der was? Der Teufelsgrund. Das ist eine Schlucht hier ganz in der Nähe, in der es immer regnet. Man sagt, der Teufel kühlt dort unten mit dem Wasser seine heiße Hütte. Und dann? Nachts atmen dort die Bäume ihren Schatten aus. Und die Kobolde spielen mit ihnen Verstecken. Was ist in dieser Nacht passiert? Also, kennen Sie die Geschichte vom gläsernen Herz? Tom, was ist passiert? Also schön, es gab einen Unfall, Vater und Sohn verbrannten in der Glashütte. Hat man die Leichen gefunden? Wissen Sie, Rebecca, was das Feuer nimmt? Gibt es nie wieder her. Manche sagen, ein Blitz schlug in dieser Nacht durch das Dach der Glashütte. Das alles wurde zerstört, verbrannt. Die alte Thalberg, Eleanor, hat seitdem ihr Haus auf den Felsen nie mehr verlassen. Ist sie nicht gut? Was ist denn on? Doch, danke, es geht schon wieder. Es ist nur... Es kommt vom Quarzstaub. Nein, das ist es nicht. Es ist... Ja? Diese lächerliche Geschichte vom alten Thalberg und Henry. Henry, genau, das war sein Name. Diese banale Legende von Wölfen und Waldfeen und Flüchen. Glauben Sie denn diese Geschichte? So erzählt man es sich hier. Sie weichen aus. Rebecca! Hier für Sie. Bergschuh. Die besten. Ich hoffe, Sie passen. Danke. Wenn das so weitergeht, werde ich dieses Dorf mit vielen neuen Schuhen verlassen. Tom, wo willst du hin? Du kommst jetzt rein und trinkst einen Kaffee mit uns. Bertha, ich habe noch viel zu tun. Holz der Teufel, was es auch ist. Wie geht's denn deiner Mutter, Bertha? Die Hexe schläft. Und diese Zeit? Mutti ist wie der Witz von dem Mann, der zum Arzt geht. Herr Doktor, ich kann nicht schlafen. Nachts geht's ja. Morgens und nachmittags und abends auch. Aber mittags krieg ich kein Auge zu. Sie sind verheiratet. Das interessiert dir doch keinen. Doch. Sehen Sie, das interessiert uns ja alle. Ja. Ich bin verheiratet. Mit wem? Mit meinem Mann. Entschuldigung, ich meine natürlich, was macht er so? Ist das Ihr Mann, der gestern Nacht auf Ihrem Zimmer war? Da war kein Mann auf meinem Zimmer. Bertha, ich glaube, wir haben jetzt genug gefragt. Ich muss los. Rebecca, viel Glück mit Ihrem Mann, Ihrem Buch. Und Bertha, danke für den verdammten Kaffee. Es war gestern Nacht niemand auf meinem Zimmer.
Es war gestern Nacht niemand auf meinem Zimmer. Ich freue mich so für euch. Ich habe euch zusammen gesehen, ihr seid ein schönes Paar. Was redest du da? Machen Sie schon Pläne, Frau Faller? Was redest du? Er ist mir ähnlich, findest du nicht? Und so bescheiden und so tierlieb. Dabei weiß er ganz genau, dass du lügst. Ein Buch über Glas. Wie fantasielos von dir, mein Schatz. Ich habe jedes Wort gehört. Tom hat dir erzählt, dass der Stollen verschüttet ist und dass es keinen Eingang mehr gibt. Aber das stimmt nicht ganz. Komm mit. Mein Vater ist immer wieder mit mir nachts zum Jagen gegangen. Und weißt du warum? Er wusste, dass ich es gehasst habe. Er hat das Wild aufgeschnitten und ausgenommen. Und gab mir das Herz zu essen. Manchmal hat es noch gezuckt. Dann bin ich vor ihm geflüchtet, hier in diese Höhle. Hier hat er mich nie gefunden. Keine Angst. Das sind nur die toten alten Knochen der verschütteten Bergleute. Hier schläft alles für immer. Und niemand will geweckt werden. Rebecca, verstehst du das? Alles tot und vergangen. Lass es ruhen. Ich will ihn raus. Bleib hier, der Sturm kommt näher. Du wirst pitschnass. Lässt du mich nicht los? Weil ich dich liebe. Mehr als mich selbst. Deine Art zu lieben ist schlimmer als die Verachtung meines Vaters. Ich weiß, es ist spät. Und was wollen Sie? Wissen Sie, wer ich bin?
Sie sind der Ehemann, habe ich recht? Wie kommen Sie darauf? Seit letztem Herbst hatten wir jede Menge Regen. Und zwei Besucher. Eine Frau, gestern, und heute sie. Was glauben Sie, was will die Frau hier? Sie schreibt ein Buch über Glas. Unsinn. Wir wissen doch, was damals in der Nacht passiert ist. Okay. Geplänkel vorbei. Und wer ist sie? Ihr Name ist Rebecca Thalberg. Ach du Scheiße. Und wer sind Sie? Ich arbeite für die alte Thalberg. Oder ich hab. Bis gestern Nachmittag. Dann sind Sie sowas wie ein Privatschnüffler. Die alte Thalberg hat Sie auf Rebecca angesetzt. Warum? Sie hat Angst vor ihr. Oder? Sie wollen den Schlüssel zur Lösung? Das wäre schön. Haben Sie ihn dabei? Und jetzt soll ich die Tür finden, zu der dieser Schlüssel passt, ja? Ja. Was werde ich dahinter finden? Ich weiß es nicht. Aber was immer es ist, es wird Eleonore Thalberg das Genick brechen. Hören Sie, Herr Faller. Diese Rebecca Thalberg ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Kein Mensch ist, wer er vorgibt zu sein. So, mein Freund. Was haben wir gelernt? Füße gehören unter den Tisch, ja? Ein guter. Tom? Wir müssen reden. Worüber? Über das hier. Und? Er ist wieder da. Henry Thalberg ist zurückgekehrt. Er ist tot, Bertha. Oh nein. Ich habe gehört, wie sie mit ihm gesprochen hat. Und ihre Stimme. Das war die Stimme einer Frau, die liebt. Weißt du, wie das klingt, Tommy? Henry Thalberg und sein Vater sind vor langer Zeit verbrannt. Ich denke, du weißt besser als jeder andere, dass das nicht stimmt. Was willst du damit sagen? Ich will sagen, dass dein Vater dir doch sicher erzählt hat, woher die Uhr stammt, die du an deinem Arm hast. Henrys Uhr. Wetter, ich glaube, du bildest dir da irgendwas ein. Ich bilde mir überhaupt nichts ein. Ich weiß, was alle hier wissen. Henry hat seinen Vater, diesen Hurensohn, in den Ofen gestoßen und ist verschwunden, weil ihm jemand bei der Flucht geholfen hat. Und jetzt ist er wieder da. Und es kann ein unangenehmes Ende nehmen. Tommylein, glaubst du nicht? Meinst du wirklich, die alte Thalberg lässt zu, dass diese ganze Geschichte jetzt ans Tageslicht kommt? Glaubst du das? Wirklich?
wusste, dass du kommen würdest. So siehst du also aus. Henrys großer Schatz. Sein Ein und Alles. Ich habe lange über sie nachgedacht, Eleanor. Die ganzen Jahre. Ich weiß so viel über sie. Ich habe das Gefühl, sie gut zu kennen. Tee? Gern. Hey! Stehen bleiben! Bleib stehen! Bleib stehen bleiben! Ihr solltet lieber aus der Gegend verschwinden. Die Menschen haben Angst vor euch. Als Henry ein kleiner Junge war, wünschte er sich einen Pony. Sein Vater kaufte ihm ein Pferd. Ein sehr großes Pferd. Er setzte ihn auf. Natürlich fiel der kleine Henry herunter. Aus 1,60 Meter Höhe. Josef setzt ihn wieder auf und immer wieder und immer wieder. Hat er das nicht erzählt? Nein. Na, dann wissen Sie vielleicht doch nicht so viel über mich. Waren Sie dabei? Ich saß oben auf der Terrasse. Es dauerte mindestens eine Stunde. Henry war grün und blau und überall blutig. Er brach sich die Hüfte und beide Beine. Ja, und dann lag er ein Jahr lang im Bett. Henry hat mir von diesen Fenstern erzählt. Er hatte Angst vor ihnen. Das ist aus Thalberg-Quarz gegossen. Von meinem Mann persönlich. Er hat Henry erzählt, dass sich in dem Fenster widerspiegelt, was man lieber nicht sehen will. Was für eine schlechte Mutter Sie waren. Darum sind Sie doch hier, oder? Um das zu hören. Ich will wissen, warum Sie keinen einzigen seiner Briefe beantwortet haben. Ich will wissen, warum er nachts weggeht. Kommt er denn wieder? Immer. Irgendwann. Vor allem will ich wissen, was in der Nacht vor 9 Jahren in der Glashütte passiert ist. Dieser Nacht. In dieser Nacht hat sich Henry befreit. Wovon? Henry will nicht, dass Sie das wissen, also will ich das auch nicht. Henry ist hier. Hier? Er ist hier. Er will mit Ihnen sprechen. Also gut, Herzchen, weil Sie sind. Kommen Sie morgen beide abends zum Essen. Und ich werde Ihnen, wenn er es möchte, alles erzählen.
Und sie werden zusammenleben, glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das ist es doch, was sie wollen. Ja, genau das ist es. So soll es sein. Und jetzt verschwinde. Sie gefällt dir, habe ich recht? Ich wusste, sie würde kommen. Sie wird sich alles nehmen. Nichts übrig lassen. Nichts. Sie wird dir die Haut abziehen. So schlimm wird es schon nicht werden, Eleanor. Willst du nicht wissen, warum sie gekommen ist? Warum soll sie dich nicht besuchen? Sie ist deine Schwiegertochter. Sie kommt mit meinem Sohn, hat sie gesagt. Ist das zu fassen? Ich habe beide morgen zum Essen eingeladen. Möchtest du auch kommen? Ich denke, es gibt Hunger. Keine Sorge, Tommy, er kommt nicht. Und woher weißt du das? Weil er tot ist. Er ist seit einem Jahr tot. Das ist nicht wahr. Und ob das wahr ist? Bei meiner rabenschwarzen Seele, ich schwör's dir. Sie ist total verrückt. Zu welcher Tür passt dieser Schlüssel? Du weißt es nicht, wahr? Was machst du? Was hast du vor? Vergiss den Schlüssel. Es gibt keine Tür für diesen Schlüssel. Sie ist verrückt. Wer ist eigentlich der Kerl, der hier überall rumschnüffelt? Hast du ihm den Schlüssel gegeben? Welcher Kerl? Ich weiß nicht, wovon du redest. Der gestern aus deinem Haus gekommen ist. Er sollte sie mir vom Halse halten. Sie ist böse. Sie will mich vernichten. Tommy leiden. Warum sollte sie das tun wollen, Eleanor? Warum will sie dich vernichten? Ich glaube, du willst das nicht wissen. Sie wollen uns schon verlassen? Gute Neuigkeiten verbreiten sich anscheinend schnell in diesem Dorf. Schlechte auch. Der passt in keine Tür. Wo haben Sie ihn her? Ich war bei der Leiche von Henry Thalberg. Jedenfalls das, was von ihr noch übrig war. Der Schlüssel hing um seinen Hals. Hat Rebecca ihn umgebracht? Nein. Aber sie war dabei, als er starb. Hier. Kannst du behalten. Ich brauche das Zeug nicht mehr. Rebecca stand auf dem Balkon ihres Hauses, als es geschah. Er war unten im Garten und ist verbrannt. Er muss sich selbst mit Benzin übergossen haben. Seltsam ist nur, dass man nie einen Kanister gefunden hat. Und Rebecca? Können Sie sich das vorstellen? Dass sie hilflos mit zusehen müssen, wie der Mensch, den sie lieben, vor ihren Augen verbrennt. Sie brach vollkommen zusammen. Hatte Wahnvorstellungen. Kam in die Psychiatrie. Bis letzte Woche. Sie ist ausgebrochen. Oh.
Aber wenn Henry tot ist, wer ist dann der Mann, mit dem sie reist? Schon verliebt. Ja? Guten Abend, Tom. Verzeihen Sie die Störung. Verraten Sie mir, wo ich was zu essen finde. Das alte Wirtshaus hat geschlossen, leider. Ich weiß, der Wirt macht montags immer zu, weil seine Frau Migräne hat. Ich wollte mir gerade was zu essen machen. Wenn Sie wollen. Gerne. Also, wenn ich nicht störe. Ivo, kommen Sie rein. Rustikal haben Sie es hier. Sieht aus wie geerbt. Sieht man das? Was kochen Sie denn so? Fasan. Trägst Henrys Uhr. Was bedeutet das? Ja, ich weiß, es ist die Uhr von deinem Mann. Du weißt die ganze Zeit, wer ich bin. Du trägst Henrys Uhr. Mein Vater hat sie mir gegeben. Was haben du und dein Vater mit meinem Mann zu tun? Rebecca. Und ich dachte... Rebecca, warte. Ich will dich nie wiedersehen. Ist sie zur Tür rausgerannt. Fallon hat mir damals gesagt, es wird der Tag kommen, da muss ich die Uhr zurückgeben. Sag mal, und du meinst, die ist nur wegen der Uhr vom Henry wieder hergekommen? Ach Quatsch. Wegen dem Erbe ist sie gekommen und wegen dem Haus und wegen dem Land. Glaube ich nicht. Sie ist wegen was anderem gekommen. Was soll ich denn jetzt tun, Jungs? Du musst es ja sagen. Was soll er sagen? Sag mal, wie blöd bist du denn? Was man so einer Frau halt sagt. Was alle immer sagen. Habt ihr es euren Frauen gesagt? Hm? Ich liebe sie. Na bitte. Geht doch. Super. Danke, Jungs. Wo ist sie? Ist sie weg? Ist sie nicht oben? Nee.
Ist gut, Bertha. Ich darf da. Wie sehr ich dich liebe. Fühlst du das? Ich habe deine Mutter gesehen. Ich war bei ihr. Mir von dir erzählt, von dem großen Pferd. Und ich habe das Fenster gesehen. Das Talwerk Quarz. Oh, mein Liebling, was nur Furchtbares an diesem Ort mit dir geschehen. Werden wir zu deiner Mutter gehen. Und sie wird uns alles erzählen. Und dann werden wir diesen furchtbaren Ort verlassen und alles wird sich ändern. Ja, mein Schatz. Ab morgen Nacht wird nichts mehr so sein, wie es mal war.
Morgen. Schön, Sie zu sehen, Margit. Sie sehen fantastisch aus. Guten Morgen, Frau Thalberg. Frau Thalberg? Was können wir für Sie tun? Ich brauche Hummer. Heute Abend, Tommy, du kommst doch. Ja, Hummer war aus. Aber ich verspreche dir, es wird trotzdem nett. Hm? Ich möchte zahlen. Ich reise heute Abend ab. Schon? Haben Sie alles bekommen, was Sie wollten? Noch nicht, aber bald. Was schulde ich Ihnen? Von Ihnen nehme ich kein Geld. Wie darf ich das verstehen, Frau Ott? Es gab hier schon lange keine Wölfe mehr. Auf einmal sind sie wieder da. Was habe ich damit zu tun? Das ist eine gute Frage. Wir dulden hier keine Eindringlinge. Rebecca. Ich liebe dich. Ich dachte, vielleicht interessiert dich das. Ich weiß. Ich liebe einen anderen und ich habe dir gesagt, dass ich dich nie wiedersehen will. Ich möchte dir gerne noch was erklären wegen der Uhr. Mein Vater und Eleanor Thalberg waren damals lange Zeit ein heimliches Liebespaar. Er hat es mir erst auf dem Sterbebett gesagt, als er mir diese Uhr schenkte. Warum gibst du sie mir? Mein Vater hat gesagt, es wird der Tag kommen, dann muss ich die Uhr zurückgeben. Dann gib sie bitte deinem Mann zurück. Und fahr mit ihm nach Hause. Von mir wird keiner was erfahren. Und sag ihm, er hat die wunderbarste Frau der Welt. Er ist wirklich zu beneiden. Ich glaub dir kein Wort. Du hast mich belogen. Ich hab dir vertraut. Wenn du einen Funken Ehrgefühl hast, dann verschwinde und lass mich allein. Und dann? Was passiert dann, Rebecca? Wenn ich heute Nacht verschwunden bin? Du willst wissen, was sich damals da oben abgespielt hat in der Glashütte? Aber die Wahrheit, die ist zu groß. Die ist zu groß für dich. Die passt nicht in deine Plastiktüte. Glaub mir, du musst mich nicht vor der Wahrheit schützen. Wir sind lang genug vor ihr davon gelaufen. Henry, ich und wahrscheinlich auch du. Es wird höchste Zeit, dass wir ins Auge schauen, auch wenn sich dahinter ein Abgrund auftut. Dann komm. Wohin? Zum Abgrund.
so heiß. Tom, irgendwas stimmt mit dem Glas nicht. Hier hat mein Vater die Uhr gefunden. Henry hat sie hier verloren, als er seinen Vater in den Ofen gestoßen hat. Oder den er für seinen Vater gehalten hat. Was? Was meinst du damit? In der Nacht hat mein Vater die Überreste von Josefs Leiche gefunden. Hier in diesem Ofen. Danach hat er das Feuer gelegt, um alles wie ein Unfall aussehen zu lassen. Warum hat dein Vater das gemacht? Er hat es für Eleanor getan. Er hat es für Henry getan. Henry ist sein Sohn, Henry ist mein Halbbruder. Und der alte Thalberg, der hat es immer geahnt. Dein Mann hat den alten Thalberg umgebracht. Er hat ihn verbrannt, hier in diesem Ofen. Kannst du damit leben? Soll ich beide töten? Da hinten hängt eine Eisenstange. Hol sie, Rebecca, nimm sie als Brecheisen. Du siehst doch, dass es keinen Zweck hat. Lass uns fahren. Nein! Nein, das kann nicht sein. Du weißt jetzt alles. Ich habe ihn getötet, Rebecca. So ist es gewesen. Ich habe ihn umgebracht und du weißt es. Er ist im Weg. Ja. Du musst hier verschwinden. Der Geist des alten Thalberg besitzt diese Glashütte. Und er wird dich verbrennen, genauso wie er mich verbrannt hat. Bist du okay? Wir müssen hier raus. Komm, das spür ich. Bitte glaub mir. Meine Mutter wird dir das nie verzeihen. Und du, Henry, wirst du mir verzeihen? Rebecca, beruhig dich. Ich bin da. Er kann dir nichts mehr tun. Da ist niemand, Tom. Ich weiß, dass er nicht da ist. Er ist tot. Du weißt, dass er tot ist. Ich bin nicht verrückt. Ich kann ihn nicht loslassen, noch nicht. Wir müssen zu Eleanor. Sie ist die Einzige, die alles weiß. Ich bin doch da, meine Engel. Wenn diese Glashütte verflucht wurde und hier der alte Thalberg herrscht,
Und wenn Henry ihn wirklich umgebracht hat, warum hat das Glas da oben dann einen Bogen um ihn gemacht? Warum hat es nicht versucht, ihn in der Lava zu verbrennen? Wir müssen raus. Eleanor, wie bist du hier reingekommen? Nein, erst sagt sie mir, warum sie so voller Schuld und Angst ist. Du stinkst doch vor Schuld. Ja, das wird aber auch Zeit, dass hier endlich alles mal untergeht, hä? Er hat mich viel zu lange weiterleben lassen. Du warst es. Nicht wahr? Du hast deinen Mann getötet. Ja, Henry kam zu mir und sagte, was er getan hat. Er hatte einen Streit mit Josef und da hat er ihn in den Ofen gestoßen. Wie eine Wahnsinnige bin ich zur Glashütte gerannt und da lag dieses Monster auf dem Boden. Er hat es geschafft, aus dem Ofen herauszukriechen. Er bestand nur noch aus verkohltem Fleisch. Aber er lebte. Und ich wusste, er würde Henry umbringen. Und da habe ich ihn erschlagen. Mit einer Glaswanne. Mit einem Haken, ich erinnere mich nicht. Du hast ihn ermordet und Henry all die Jahre im Glauben gelassen, dass er es war. Wie konntest du das deinem eigenen Sohn antun? Das Herz ist ein dunkler Wald, mein Kind. Hier hat er Henry gefoltert. Oh Gott. Was konnte er dafür, dass er nicht sein Sohn war? Da kommen Sie!
Was wirst du jetzt machen? Ich werde versuchen, Mathis und die Ott beim Fallenstellen zu erwischen. Du wusstest die ganze Zeit, dass die beiden es sind. Es gibt Dinge, die weiß man, und Dinge, auf die hofft man. Denkst du an ihn? Die ganze Zeit. Ich mag ihn. Passt zu dir. Wo gehst du hin? Du musst dich ausruhen. Die letzten Tage waren anstrengend für dich. Aber keine Angst, ich bin da.